Ich begrüße euch alle herzlich zurück hier in der verlorenen Festung bei Dark Souls 2 Scholar of the First Sin. Ja, den Untertitel sollten wir vielleicht auch mal nennen. Wir machen weiter, nachdem wir beim letzten Mal Segel gesetzt haben und ich bin sehr, sehr gespannt, was uns hier erwarten wird. Meine Güte. Wir waren ja bereits hier, aber der Weg hierhin durch diese, ja, ich sag mal, ja, das ist beinahe ein Hintereingang, oder? Diese seltsame Tunnelkonstruktion, den Weg kennen wir noch gar nicht. Und ich bin sehr gespannt darauf, was genau wir hier von der Seite aus erwarten werden. Oder eher gesagt, was wir erwarten können. Zum Beispiel Armbrustschützen. Fängt ja super an, ne? So, aua. Wir sollten am besten die Seelen auslegen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber, aua. Ihr kennt mich ja. So. Na gut, das Leuchtfeuer war ja auch gar nicht so weit weg. Da unten. Oh, da ist noch ein Armbrustschütze. Wir gehen erstmal hier lang. Den haben wir getötet. Da geht's runter. Das wäre natürlich sehr, sehr schade um die 20.000 Seelen, muss ich festhalten. Und daraus schließe ich aber auch mal, dass hier auf jeden Fall noch irgendwo ein starker Gegner auf uns wartet, hier in der verlorenen Festung. Das war jetzt nicht geplant. Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Oh Gott, das war so ein starker, fliegender, ich sag mal Ritter, ähnlich dem Verfolger. Das ist nicht gut. Okay. Böse Hündchen. Böse Hündchen. Ich höre Trommeln. Darf ja nicht wahr sein. Auf Wiedersehen. Ich höre böse Trommeln. Okay, es gefällt mir nicht. Köderschädel. Okay. Leute, ich habe ein bisschen Angst. Ah, ich glaube, das ist der Weg zum Schmied, oder? Das wäre super. Was haben wir hier? Esters Flakonscherbe. Na, super. Und eine große Litanie-Scherbe. Super, super, super. Ja, tatsächlich. Der Kreis schließt sich. Perfekt. Wir haben den Weg freigeschaltet zum Schmied. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Der Weg von der anderen Seite aus. Sehr schön. Hallo, wir kennen uns schon. Kaufen, hast du irgendwas Schönes? Uchi Katana, das kennen wir alles. Nee. Nee. Nö. Verstärken. Boah. Nee, haben wir leider nicht, glitzerndes Titanit. Die Katana, ah, nee. Nee, das Schild lassen wir auch mal lieber so. Von der Rüstung bin ich auch nicht so überzeugt. Wir haben aber die Banditenrüstung übrigens.
Diese Rüstung mag zwar minderwertig wirken, doch sie ist äußerst brauchbar und sorgfältig verarbeitet. Na, wenn ihr das sagt, dann wird es wohl stimmen, oder? Ja, wir brauchen eigentlich wirklich eine andere Rüstung. Auf lange Sicht ist unsere Rüstung einfach zu schwer. Nee, Waffe durchdringen muss nicht sein. Hör auf damit, was immer du da machst. Na gut, auf Wiedersehen. Ja, ich gehe ja schon. Na gut. Kommen wir endlich durch. Festungsschlüssel benutzt. Na super. Der Kreis schließt sich. Am Leuch verrasten, reisen mit Jula. Boah, Leute. Wir haben es geschafft. Ich überlege gerade. Ja, ich überlege gerade. Ich würde wirklich gerne eine Rüstung haben. Mir gefällt die Rüstung so ziemlich gar nicht. Wirklich gar nicht. Gar nicht, gar nicht, gar nicht. Aber gleichermaßen bin ich mir ganz, ganz sicher, dass wir noch ganz, ganz schicke Rüstungen finden werden und auch freischalten werden. Deshalb weiß ich nicht, ob es so schlau ist, jetzt wirklich Geld zu investieren für eine neue Rüstung. Ihr versteht vielleicht meine Problematik. Weil die Elite-Ritter-Rüstung kostet dann auch wieder ganz schön viel. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, über 10.000. Always open for business. 104. Ah, nee, es bringt halt nichts. Nee. Oh, sieht so klasse aus. Wir bleiben erstmal bei unserer Rüstung. Wir gehen aber ganz kurz zur Katze. Hallo? Ja, du willst mich doch niemals vergessen. Ja, ich muss sagen, der blaue Pfad, vielleicht sollten wir den Eid bald mal wechseln. Ja, die Ringe. Da muss ich nicht unbedingt was dran haben. Nee, danke. Ja. Leben von Gegner absorbieren ist auch schön und gut, aber auf lange Sicht, ja, ist das, glaube ich, auch nicht das Allerwichtigste. Es gibt einfach so viel, was man hier alles machen kann. Oh Mann. Na? Oh, ein neues Feuer. Ich auch nicht. Ich denke mal für jede starke Seele, oder? Die wir besiegt haben. Ah, und die Musik ist so klasse. Ein so einfacher Soundtrack im Nachhinein, der aber so eine Wirkung mit sich bringt. Echt der Wahnsinn. So. Wir werden auf jeden Fall die Belastbarkeit und auch Resistenz weiter erhöhen. Mal schauen. Ja, wir müssen auf jeden Fall verstärken. Eins. Super. Und einmal aufsteigen. Belastung einmal erhöhen. Na, wie sieht's denn aus? Vitalität 20. Maß mal. Wobei. Nee. Anpassung ist super. Mehr Lebensenergie und vor allem sieht euch rechte Resistenzen an. Giftresistenz alleine schon. Ist echt klasse. Dankeschön. So. Ausrüstung. Moment. 65, wir sind sogar überlastet, das ist echt. Furchtbar. Hier, schau mal ganz kurz.
Wie war die denn von den Werten her? 200. Ja. Ja, nee, wir bleiben bei der Rüstung. Schade, schade. Aber wir können ein paar Sachen wegpacken. Zum Beispiel Banditenmesser. Großschwert. Die Banditenaxt. Fehlformkrallen. Pyromantiehand. Die Schilde behalten wir mal. Die ramponierte Stoffkapuze können wir bestimmt tragen. Die wiegt ja so gut wie gar nichts. Behalten wir auch mal alles. Das Bolzen. Eisenpfeil, okay. Okay. Die Kapuze, die wiegt nur eins. Das sollte kein so großes Problem sein, glaube ich. Bringt die denn etwas? Ja, minimal. Na gut, dann einmal ganz kurz, Interesse halber, verbrennen. Was bringt das? Verkohlte Ascheknochen. Werft sie ferne Feuer mit Jula, um die beim Flakoneinsatz. Ah ja, seht mal. Seht ihr? Das habe ich schon gedacht. Wir haben ja diesen edlen Knochenstaub gefunden. Wenn wir den hier verbrennen, dann erhöhen wir die Intensität des Leuchtfeuers und gleichermaßen auch die Wirkung von Estos-Flakons. Verkohlte aschende Knochen. Werft sie in das ferne Feuer in Medjula, um die beim Flakoneinsatz wiederhergestellte TP zu erhöhen. Sie gelten als Überreste eines Heiligen, der sich selbst in ein Leuchtfeuer warf. Doch die Wahrheit werden wir nie erfahren, da Ruß und Asche stumm bleiben. Super. Und das Ganze können wir nochmal machen. Da seht ihr, Estos Flakon plus 2. Na super. Wenn man weiß, wie es funktioniert, ist es gar nicht mehr so schwierig. Ich würde sagen, ja doch. Wir reisen. Und zwar reisen wir noch einmal zur verlorenen Festung. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es da vielleicht dann nicht doch noch einen weiteren Weg gibt. Verbandenzellen. Haben wir jetzt irgendwo einen Weg ausgelassen? Ihr könnt natürlich auch hier zum Kapellenzugang reisen. Machen wir das mal. Wir gehen zurück hier hin zu unserem guten Spinnchen. Das ist auch schon Ewigkeiten her. Und bin ich gespannt, was uns hier erwartet. Wir haben zwei Flakons, nee, ein Flakon mehr, aber die Intensität der Flakons verdreifacht sogar. Boah. Also so weiß man nicht, ob es wirklich verdreifacht ist, aber auf jeden Fall erhöht. Sollte auf jeden Fall eine schicke Wirkung mit sich bringen. Konnte man hier eigentlich auch noch irgendwo hingehen? Hier? Mal ganz Interesse halber. So. So. Ah ja, hier waren wir schon mal. Na gut, dann war es, glaube ich, eine kleine Abkürzung. Wir sind hier hinten nicht weitergegangen bei diesem großen, großen Loch mit dem ganzen Spinnennetzen. Aber früher oder später müssen wir da ja weitergehen. Naja, ich glaube, man kann sich viel blöder gar nicht anstellen, oder? Ah, ich weiß auch nicht, ob das Schwert auf lange Sicht nicht einfach zu langsam ist.
So, wobei das jetzt wieder super geklappt hat. Eine große Titanitscherbe. Diese seltsamen Suizidleute. Verstehe, wer will. Autsch. So. Ja, ja. Flammenschmetterling mal eins. Dankeschön. Es fängt ja Spaß hier richtig an. Ist das ekelhaft. Ich hasse diese Spinnen. Bäh. Total widerlich, oder? Oh Mann. Einem Schuss? Was ist denn jetzt los? So? Tatsächlich. Oh, nicht schlecht. Du natürlich nicht und du triffst mich natürlich auch noch. Muss ja sein. Ja, ja, so. Ab nach oben. Hoch, 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 hoch. So. Und hier bin ich ja nicht weitergegangen. Was ich aber auch gut nachvollziehen kann, denn das sieht sehr eklig aus. Was seid ihr denn? In den Fuß? In den Fuß. Okay. Auf Spinnennetzen laufen wir hier durch die Gegend. Ah, ich sehe dich. Autsch, dich habe ich nicht gesehen, wo du herkamst. Einmal heilen, bitte. Dankeschön. So. Eine Fackel. Und ich sehe soweit aber keine Spinnchen, aber ich sehe Nebel. Nebel ist jetzt auch gar nicht so dolle. Pharos Wahrheitsverkünder, na danke. Ach so, durch das Schild durch, ja klar. Eine Fackel, wo ich das wusste. Eine Nebelwand und eine ganz schön große noch dazu.
Da können wir sogar Hilfe beschwören. Okay. Lieber ein Lebensstein als ein Flakon. Was haben wir hier? Ascheritter Beut. Ja, komm mal her, mein Freund. Ich nehme jede Hilfe, die ich kriegen kann. Oh, Leute. Ich glaube, da wartet der nächste starke Gegner auf uns. Rosturne mal 5. Ich warte nur drauf, dass uns irgendein Phantom in den Rücken fällt. Ich sehe es schon. Eisenpinselgewürz, okay. War schon tot. Na hoppla. Na gut, Leute. Ab dafür. Lass mich raten, eine riesige Spinne. Hör bitte auf damit. Das sind aber die kleinen Spinnen, die mir verdammt viel Schaden machen, merke ich gerade. Die ist ja eklig. Kommt man bis da durch? Kann man bis da durchlaufen? Ich weiß es nicht. Wir brauchen auf jeden Fall die Menschlichkeit. Also ohne Begleitung wird das sehr, sehr schwer. Ich würde die gerne noch einmal probieren, indem wir bis da durchlaufen, wenn ich ehrlich sein darf.
Wir probieren es mal. Einmal durchlaufen. So viele Seelen waren das jetzt nicht. Ah, die ist echt böse. Ah, schon ein härteres Kaliber. Das ist hier die Frage, sollten wir nicht lieber mit einem schnelleren Schwert kämpfen? Ich denke mal, in dem Fall ist es wirklich ratsam, das Breitschwert zu nutzen. Weniger Schaden, ja, aber dafür eben auch deutlich... mehr Effizienz im Sinne der Verteidigung. Da konnten wir schon Hilfe beschwören. Warum das denn? Oh wei, oh wei. Ah, jetzt darf ich hier nur nicht in die Falle laufen. So. Ja, wir müssen auf jeden Fall mit dem Schwert kämpfen. Es macht zwar weniger Schaden, aber ich brauche die Ausdauer. Ich brauche auf jeden Fall die Ausdauer. Mal ganz kurz, was sagt denn unsere Belastung? Aber wir haben eh nicht anderes dabei. Na gut, probieren wir es mal. Die Alternative ist natürlich jetzt, dass wir viel, viel flinker mit der Klinge unterwegs sind. Dafür aber auch weniger Schaden verteilen. Eine zweischneidige Klinge sozusagen. Na gut, wir probieren es mal. Wir probieren es. Die kleinen Spinnchen sind schon mal weg. Oh oh. Ausdauer, Ausdauer, Ausdauer. Komm schon.
Die hat echt einen dicken Panzer, oder? Uah. Vor allem zwei Köpfe. Oh. Was sie sehr angreifbar macht. Komm. Ja. Erledigt. Seele von Freja, der Liebsten. Hör auf damit. So. Ja. So macht man das. Will ich das untersuchen? Große Seele umarmt. Na, wenn ihr das sagt. Okay. Ich weiß nicht genau, was ihre Seele bringt, aber... Das gefällt mir. Wir laufen mal ganz kurz. Ich hoffe auf ein Leuchtfeuer. 45.000 Seelen, das ist... Das ist verdammt viel. Hey, wer bist du denn? Privatgemächer des Fürsten. Okay. Lichtsteinschlüssel, Duftzweig, Finsterquarzring plus 1. Finsterquarzring. Erhöht Finsternisabwehr, okay. Privatgemächer des Königs. Ah, ein Rückkehrleuchtfeuer mal wieder. Wir haben aber auch... Was haben wir gefunden? Lass mich kurz überlegen. Was war das? Genau, der Schlüssel. Ich bin so verwirrt. Schlüssel. Schlüssel sind immer toll. Schlüssel. Öffne die Tür zur Lichtsteinbucht. Der exzentrische Fürst Zeldora, der für seine Vorlieben für Spinnen bekannt war, erschuf mit dem Abbau vom Lichtstein eine Stadt aus und ein Vermögen. Eines Tages wurde die Stadt von Spinnen niedergetrampelt, doch Fürst Zeldora sah bloß zu mit schaurig zufriedener Miene. Eine Tür in der Lichtsteinbucht. Na, das sollte spannend werden. Uhrleuchtfeuer entzündet und zum Fernfeuer zurückkehren. Auf zurück nach Medjula. Sehr schön. Ich glaube, das war die zweite große Seele, die wir besiegt haben. 2 von 4 sozusagen. Gut, das war gar nicht so schwierig, oder? 45.000 Seelen, das heißt, wir sollten hier jetzt auch ordentlich was investieren können. Aber alles später. Beim nächsten Mal nämlich. Wir sind zurück. Es freut mich. Wir schauen mal ganz kurz nach, ob wir irgendwas ganz, ganz Besonderes kaufen können. Im Sinne der Rüstung. Ansonsten würden wir hier dann beim nächsten Mal weitermachen. Nö. Na gut, Leute, dann würde ich sagen, beim nächsten Mal geht es hier weiter. In Medjula. Und wir werden dann mal zusehen, wofür der Schlüssel da ist und vor allen Dingen auch die guten Seelen investieren. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.